Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier sind die aus meiner Sicht Top 20 Filme zum Aufwachen. Wer will, kann natürlich unten in den Kommentaren gerne mitdiskutieren, welche Filme eurer Meinung nach noch mit reingehört hätten, welche eurer Meinung nach nicht mit reingehört hätten und was ihr von den Filmen haltet, die mit drin sind. Also, wir fangen an mit Nummer 20 und zwar Die Truman Show mit Jim Carrey. Ziemlich guter Film, wie ich finde, in dem Jim Carrey nach und nach herausfindet, dass sein Leben bzw. seine bisherige Realität nicht so wirklich auf Realität basiert. Zitat zum Film Nummer 1: Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns dargeboten wird. So einfach ist das. Zitat Nummer 2: Es ist nicht immer Shakespeare, aber es ist echt. Es ist das Leben. Film Nummer 19 ist eher unbekannt, aber absolut grandios und zwar Der Gott des Gemetzels. Den müsst ihr euch mal reinziehen, das ist ein total kranker und durchgeknallter Film, aber saulustig. Und der Film spielt wie so ein Theaterstück nur in einem Raum, beziehungsweise nur in einer Wohnung und zeigt perfekt, wie unterschiedlich die Fassade der meisten Menschen im Vergleich zum wirklichen Ich ist, was dann vor allem unter Stress auch rauskommen kann. Und das ist absolut kein schöner Film, also teilweise richtig, richtig unangenehm, eine Szene nach der anderen, aber trotzdem zum Schießen. Passendes Zitat Nummer 1 von Christoph Waltz, der eine ziemlich lustige Rolle spielt und ständig der Jodie Foster ans Bein pisst, und zwar: Fahren Sie nur fort, Ihr Ego zu streicheln, das ist wunderbar. Zitat Nummer 2 von John C. Reilly, der seine Rolle auch absolut perfekt spielt, so als wäre er wirklich der Typ, ist: Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses Einsicht zeigen steht mir ehrlich gesagt bis hier. Wir waren nett zu Ihnen, wir haben Tulpen besorgt. Wissen Sie, meine Frau verkauft mich als Gutmenschen, aber in Wahrheit fehlt mir völlig die Geduld für diesen gefühlsduseligen Blödsinn. Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay? Film Nummer 18 ist auch einer der durchgeknalltesten Filme, die ich kenne. Und auch ein richtig geniales und auch witziges Ding, und zwar Being John Malkovich. Den Film kann man gar nicht richtig beschreiben, den müsst ihr euch auch reinziehen. Und der ist so durchgeknallt und so witzig auch teilweise, aber gleichzeitig auch relativ bitter, dass einem das Lachen auch ganz schön im Halse stecken bleibt. Und viele halten das, warum auch immer, für eine Komödie, weil es halt ziemlich witzig größtenteils zugeht. Aber ich behaupte, im Endeffekt ist das Ganze sogar eine Tragödie. Und vor allem eine ziemlich effektive Warnung, das Glück nicht außerhalb von sich selbst zu suchen, sondern am besten in der eigenen Identität. Zitat zum Film: Du solltest nicht glauben, dass du in einem anderen Körper die Lösung all deiner Probleme findest. Oder wie es hier auch steht: Ever wanted to be someone else? Und das ist praktisch die unterliegende Dynamik im Film, vor allem in Sachen John Cusack, wie er ständig versucht, seiner eigenen Identität zu entfliehen und der Realität zu entfliehen und was das im eigenen Leben anrichten kann. Also ziemlich durchgeknallter, aber auch sehr geiler Film. Deshalb, wer den noch nicht kennt, hat was verpasst. Film Nummer 17, auch ein interessantes Ding, und zwar Watchmen. Der Film ist meines Erachtens auf mehreren Ebenen interessant, und zwar vor allem politisch, gerade im Zuge der aktuellen politischen Situation hier bei uns und in Amerika. Und aber auch philosophisch finde ich den sehr interessant, was so vor allem die Natur des Menschen angeht. Und auch optisch und filmisch finde ich den sehr interessant, vor allem das Intro zum Film. Das haue ich euch hier unten in die Beschreibung mit rein. Das ist das beste Intro, was ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Denn in diesen 5 Minuten oder wie lang das ist, da steckt so viel Geschichte drin und so viele Insider und so viele kleine Details in jedem Bild, in jeder Szene, dass man erstmal einen Tag bräuchte, um alles zu recherchieren, was da überhaupt mit gemeint ist. Also für Filmfans, dieses Intro ist wirklich der Knaller. Okay, Zitat Nummer 1: Für eine friedliche Welt muss man Opfer bringen. Zitat Nummer 2: Heute Nacht starb der Comedian in New York. Zitat Nummer 3, da weiß ich nicht mehr, wie er es auf Deutsch sagt: I can change almost anything, but I can't change human nature. Und Zitat Nummer 4 auch von Dr. Manhattan, ja, dem gut gebauten, blauen, fluoreszierenden Gentleman in der Mitte: Ich bin der Erde überdrüssig, der Menschen, des Gewirrs ihrer Leben, indem ich mich verfange. Ihre Mühen dienen angeblich der Erschaffung eines Himmels, und doch ist ihr Himmel ein Ort voller Schrecken. Vielleicht steckt hinter der Welt kein Plan, vielleicht geschieht alles ohne Plan, eine Uhr ohne Uhrmacher. Okay, Film Nummer 16 und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, kennt hoffentlich jeder, absoluter Klassiker, sauwitziger Film und auch ein bisschen tiefgründig, denn für ihn wird es ja erst besser, als er sich vom egoistischen Arschloch praktisch zum Altruisten mausert. Zitat Nummer 1, und hier habe ich keine tiefgründigen Zitate gefunden, sondern eher witzige, und zwar: Zitat Nummer 1 ist für mich, wie er in dieser Bar sitzt, total angepisst ist, dass er da sein muss, das alles zum Kotzen findet und dann sagt: Ach, hier ist es richtig nett. Zitat Nummer 2, wie er sie rumkriegen will und dann sagt: Zuerst ein kleines Gebet und dann trink mir auf den Weltfrieden. Ganz am Ende knickt der Film dann meines Erachtens ziemlich ein in Richtung Schleimbacke, in Richtung Schnulzfilm, aber wie gesagt, trotzdem natürlich ein Klassiker. Okay, Film Nummer 15, der ist wieder Geschmackssache, weil sehr, sehr durchgeknallt wieder, und zwar Mulholland Drive. Hauptzitat für mich ist: It's an illusion.
Und diese Illusion bezieht sich nach meinem Verständnis des Films, also der ist total kompliziert und total absurd und grotesk, den kann man auf tausend verschiedene Weisen interpretieren. Meines Erachtens bezieht sich das aber vor allem auf zwei Sachen, und zwar einerseits auf das Thema Liebe und andererseits auf das Thema Hollywood. Denn meines Erachtens ist das vor allem eine richtig bitterböse Abrechnung mit Hollywood selbst, also mit der Filmindustrie. Und für mich persönlich zeigt der Film auch zusätzlich noch, was passiert, wenn du das Thema Liebe zu ernst nimmst, wenn du dich zu sehr reinsteigerst und zu sehr davon abhängig machst. Das heißt, der Film hier ist auch alles andere als leichte Kost, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei Wach auf. Und wer ab und zu mal verrückte Träume hat, der wird hier seine helle Freude haben an dem Film und vor allem auch beim zweiten und dritten Mal gucken. Okay, Film Nummer 14, Falling Down. Der Film ist auch nicht unbedingt der angenehmste, aber meines Erachtens richtig, richtig gut. Und es tut auch teilweise richtig gut, wie er durch die Stadt rennt und alles kurz und klein schlägt und sich mal rächt an der Gesellschaft. Und daher auch Zitat Nummer 1, ich und krank, willst du was Krankes sehen? Dann geh noch mal durch die Stadt, das ist krank. Und Zitat Nummer 2, das den Film auch bestimmt, und zwar, ich will nach Hause zu meiner Familie. Und der Film ist auch wirklich sau interessant. Das ist auch einer von denen hier, wo ich sage, da ist wirklich jede Szene interessant. Und meines Erachtens macht der Film auch nicht nur eine Aussage über unsere kranke Gesellschaft an sich, sondern auch über Krankheit selbst, also über Mental Illness. Und meines Erachtens auch vor allem über undiagnosed Mental Illness, also nicht diagnostizierte mentale Krankheit oder Störung. Und wie das durch unsere Gesellschaft gefördert und zum Vorschein gebracht und wenn es denn schon da ist, dann noch verstärkt oder ausgelöst wird. Ja, ziemlich interessanter Film, zieht ihn euch rein. Okay, Film Nummer 13 ist Network. Und der Film verdeutlicht ziemlich gut, was das Fernsehen mit uns anstellt. Und Peter Finch hier, der spielt eine absolute Knallerrolle. Ich habe euch die berühmteste Szene des Films, ja, die Kultszene sozusagen, auch mal hier unten in die Beschreibung reingehauen. Für die, die es jetzt nicht gucken können, hier ein kurzer Auszug daraus, und zwar auf Englisch, weil auf Deutsch ist es fürchterlich übersetzt. All I know is that first you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, goddammit. My life has value. Und da rastet er so richtig aus. My life has value. Ja, da wird einem, also mir wird da immer heiß, wenn ich das gucke. Und dann kurz später sagt er diesen klassischen Satz halt, dieses I'm as mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Und den schreit er dann wie oft. Auch wieder ein unangenehmer Film, aber ein absoluter Klassiker. Okay, Film Nummer 12, und zwar Sie leben. Das ist auf der ganzen Liste hier wahrscheinlich der schlechteste Film, vor allem schauspielerisch. Aber allein diese Sonnenbrillenszene, diese paar Minuten, allein das lohnt sich schon. Zitat: Sie beeinflussen unsere Entscheidungen, ohne dass wir es wissen. Sie betäuben unsere Sinne, ohne dass wir es fühlen. Sie kontrollieren unser Leben, ohne dass wir es bemerken. Wir schlafen, sie leben. Von dem Film würde ich gerne mal ein modernes Remake mit vernünftigen Schauspielern sehen. Okay, Film Nummer 11, auch wieder ein relativ spezielles Ding, wie ich finde, und zwar Wag the Dog mit Robert De Niro. Wer sich ein bisschen mit Politik und Medien und vor allem Medienmanipulationen auskennt, der wird sich kaputt lachen hier bei dem Film. Und wer sich ein bisschen mit Filmen und Hollywood selbst auskennt, erst recht, denn auch Dustin Hoffman spielt eine absolute Knallerrolle hier. Zitat Nummer 1, Krieg ist Showbusiness. Zitat Nummer 2, es kam im Fernsehen. Das heißt, wie Realität kreiert wird. Der Robert De Niro sagt das zwei, dreimal im Film. Wenn dann einer sagt, ja, aber so kann es doch nicht laufen. Ja, es kam im Fernsehen. Dann stimmt's. Dann glauben die Massen das. Und Zitat Nummer 3, das ist immer mit dabei bei diesen Top 100 Film-Running Gags, Filmsprüchen, ist von Dustin Hoffman, das sagte wie oft in dem Film, und zwar, das ist gar nichts, das ist doch gar nichts. Auf Englisch sagt er immer, this is nothing, this is nothing, ununterbrochen. Das heißt, egal wie aussichtslos die Lage ist, für ihn ist alles Kinderkacke immer. Interessanterweise ist das auch wieder ein eher unangenehmer Film, auch wenn ein paar richtige Kracher dabei sind, ja, ein paar ordentliche Lacher immer mal wieder. Aber es ist schon interessant und auch irgendwo aber auch logisch, dass halt viele Aufwachfilme jetzt nicht wie Pretty Woman so Friede, Freude, Eierkuchen sind, sondern halt den Kopf ein bisschen herausfordern und nicht nur wünsch dir was sind. Film Nummer 10 ist auch sehr speziell, auch teilweise ein bisschen harter, esoterischer Tobak, teilweise auch unangenehm, teilweise aber auch ganz schön und mutmachend und aufbauend, und zwar Cloud Atlas. Auch wieder ein ziemlich verrückter Film, der geht insgesamt über ungefähr 500 Jahre und jeder spielt da 5 bis 10 Rollen, also total verrückt. Auch teilweise mit ein bisschen albernen Kostümierungen, weil die wohl nicht so viel Budget hatten. Aber insgesamt doch, wie ich finde, ein ziemlich interessantes und vor allem auch monumentales Ding. Mit vielen interessanten spirituellen Konzepten auch drin verwurstet. Teilweise mir auch ein bisschen zu esoterisch, muss ich sagen, aber meines Erachtens trotzdem ein zumindest sehenswerter Film. Vor allem den Gedanken fand ich interessant, dass eine heroische Tat heute, also eine große Geste, eine mutige Entscheidung, einmal das Richtige tun und ja, ein rechtes Handeln heute, dass das in 500 Jahren später theoretisch eine positive Revolution auslösen kann. Das hat mich bei dem Film auf jeden Fall gepackt.
Und hier ist das Zitat: Unsere Leben gehören nicht uns. Von der Wiege bis zur Bahre sind wir mit anderen verbunden, in Vergangenheit und Gegenwart. Und mit jedem Verbrechen und jedem Akt der Güte erschaffen wir unsere Zukunft. Und Zitat Nummer zwei, und das kommt auch öfter vor, das zieht sich durch den ganzen Film durch und hat auch mit dem ganzen Thema zu tun, ist: Ich werde mich diesem verbrecherischen Missbrauch nicht beugen. Okay, Film Nummer 9, und da geht's so langsam ans Eingemachte, ist American Psycho. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Jede einzelne Szene ist interessant, finde ich. Und den kann ich mir auch immer wieder angucken. Und ich persönlich kenne keinen anderen Film, der das Thema Oberflächlichkeit so genial darstellt. Vor allem, wie sie sich den ganzen Film über immer wieder untereinander verwechseln, weil sie eben alle genau gleich aussehen. Und natürlich die berühmte Visitenkartenszene, als alle untereinander die Visitenkarten vergleichen und tun dann so, als wären die unterschiedlich. Dabei sind das alles die gleichen Visitenkarten. Aber der eine hat halt angeblich ein bisschen geileres Weiß und noch ein Wasserzeichen dazu und dann muss man den natürlich umbringen. Zitat Nummer 1, und der ganze Film ist voll von Zitaten, also ich müsste eigentlich den halben Film zitieren, aber ich habe mal zwei hier rausgesucht, und zwar Zitat Nummer 1: Es gibt eine Vorstellung von einem Patrick Bateman, die abstrakt ist, aber es gibt kein wahres Ich, nur eine Entität, etwas Illusorisches. Ich bin ganz einfach nicht da. Und Zitat Nummer 2 ist ein witziges Zitat, und zwar geht es den halben Film ums Essen. Das heißt, die gehen immer in irgendwelchen Schnösel-Restaurants essen und dann gibt es halt immer irgendwelchen unaussprechlichen Quatsch, der dann $500 kostet. Und sagt der eine: Weiter kann ich nicht, da habe ich eine Reservierung im Dorsia. Die machen ein hervorragendes Seeigel-Seefisch. Und wie gesagt, der Film ist knallvoll von Zitaten, ja, auch von witzigen und philosophischen und nachdenklichen und unmöglichen und so weiter. Deshalb zieht euch den gerne mal rein. Ist aber allerdings auch absolut kein angenehmer Film. Okay, Film Nummer 8, auch ein absoluter Klassiker, und zwar American Beauty. Der Film ist auch wieder so ähnlich, und zwar, dass jede Szene interessant ist. Und da müsst ihr mal drauf achten bei dem Film, das ist immer abwechselnd. Das heißt, da ist eine unmögliche Szene, wo du dich kaputt lachen musst, dann ist eine poetische Szene. Dann kommt eine richtig ernsthafte, tragische Szene, dann wieder zum Kaputtlachen und so weiter und so weiter. So geht das die ganze Zeit, immer abwechselnd. Also den kann man, wie ich finde, auch wie oft gucken. Und der beschreibt so ein bisschen wie American Psycho auch. Einerseits auch die Oberflächlichkeit der Leute, aber vor allem, was der Film hier beschreibt, ist die Fassade der Leute. Das heißt, wie die Leute sich geben im Vergleich zu dem, wie sie denn wirklich sind. Und geil ist es halt einfach auch, wie der Kevin Spacey als Mit-40er auf einmal aufwacht und wieder 16 ist und wieder mitten in der Pubertät ist. Und sein Leben sich wieder zurückholt. Gerade als Mann, der Film macht halt einfach Bock. Okay, Zitat Nummer 1. Beide, meine Frau und meine Tochter, halten mich für einen totalen Verlierer. Und sie haben recht, ich habe etwas verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber ich weiß, ich habe mich nicht immer so gefühlt, so betäubt. Aber wissen Sie was? Es ist niemals zu spät, es sich zurückzuholen. Und dann geht der Film so richtig los. Zitat Nummer 2. Du solltest mich nicht unterbrechen, Schatz. Also beim Abendessen den Spargel an die Wand feuert. Zitat Nummer 3. Es ist was ganz Tolles, wenn man erkennt, dass man immer noch die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu überraschen. Da fragt man sich doch, ob man sonst noch was drauf hat, was man vergessen hat. Zitat Nummer 4, was den Film auch relativ gut zusammenfasst, und zwar vom Nachbarsjungen, das Never underestimate the power of denial. Also man sollte niemals die Macht der Verdrängung unterschätzen. Und Zitat Nummer 5, da freue ich mich immer schon, wenn die Szene kommt, und zwar, wie er seinen Job retten soll, indem man einen Brief schreibt, ja, was er denn so Tolles macht auf der Arbeit, und dann schreibt er: Mein Job besteht im Wesentlichen darin, die Verachtung zu verbergen, die ich gegen die leitenden Arschlöcher hege, und wenigstens einmal am Tag die Herrentoilette aufzusuchen, um ordentlich zu wichsen, während ich von einem Leben fantasiere, das nicht so sehr der Hölle gleicht. Ja, also ihr merkt allein schon an den Zitaten, dass da eine wilde Mischung aus Humor und aus Ernsthaftigkeit stattfindet in dem Film. Und hier muss man auch dazu sagen, das ist auch wieder kein Feel-Good-Film, sondern so lustig wie er ist, aber trotzdem im Endeffekt irgendwo auch ein bitterer Film. Okay, Film Nummer 7, und zwar ist das dreigeteilt, weil das praktisch dreimal derselbe Film ist, und zwar Der mit dem Wolf tanzt, Last Samurai und Avatar. Ja, müsst ihr mal drauf achten, diese drei Filme sind praktisch teilweise wirklich exakt gleich. Teilweise gibt es sogar die gleichen Charaktere, wo man sagen kann, ah, das ist der, ja, ah, in dem anderen Film ist das der, und wirklich von der Handlung her, es ist kaum ein Unterschied. Mir persönlich macht es aber nichts, denn besser gut geklaut als schlecht selbst überlegt. Denn die Handlung ist immer gleich, Typ kommt in fremde, wilde, feindliche Umgebung und merkt, dass es gar nicht so fremd ist und feindlich ist, sondern eigentlich viel besser als die eigene Kultur und schließt sich denen dann im Endeffekt an und kämpft für deren Sache. Und verliebt sich mittendrin noch in praktisch dreimal dieselbe Frau. Wie gesagt, zieht euch das gerne mal rein. Ich persönlich fand das faszinierend beim Gucken, wie du praktisch die einzelnen Szenen miteinander vergleichen kannst und dann sagen kannst, ah, okay, das ist jetzt die Szene, von der mit dem Wolf tanzt. Zitat Nummer 1 ist aus Last Samurai, und zwar Too Many Mind. Also auf Deutsch ist das komisch übersetzt, halt nicht immer denken. Ja, aber Too Many Mind kann ja alles heißen. Kann ja heißen, zu viel Sorgen, zu viel Gedanken, zu viel Verstand.
Und deshalb finde ich es auf Englisch einfach besser, weil es allgemeiner ist. Too many mind. Zitat Nummer 2 ist aus Avatar, und zwar: Ich war ein Krieger, der davon träumte, Frieden zu bringen, aber früher oder später muss man doch aufwachen. Und Zitat Nummer 3 ist auch aus Avatar, und zwar sagt der Häuptling der blauen Leute: Es ist entschieden, meine Tochter lehrt dich unsere Gebräuche. Lerne gut, dann werden wir sehen, ob dein Irrsinn geheilt werden kann. Und dieser Irrsinn spielt natürlich auf die westliche Kultur an. Hier muss man insgesamt dazu sagen, dass auch wenn ich die Filme gut finde, dass es ein bisschen naiv ist und ein bisschen übertrieben und vor allem bei Last Samurai auch ein bisschen geschichtsverfälschend. Denn die Samurai waren jetzt nicht, wie es im Film dargestellt wird, die absolut edlen Helden, sondern ja, da gab es auch teilweise richtig eklige kriegerische Auseinandersetzungen. Und da ist jetzt auch nicht alles Gold, was in diesem Film gülden glänzt. Trotzdem saugute Filme, wie ich finde, vor allem Last Samurai und Der mit dem Wolf tanzt. Avatar habe ich jetzt, glaube ich, erst einmal gesehen, den müsste ich vielleicht nochmal gucken. So, Film Nummer 6, den werden viele nicht kennen, und zwar In Time mit Justin Timberlake. Und das Ding hätte ein richtiger Klassiker werden können, wenn sie nicht so viel verschenkt hätten. Denn die Idee ist, wie ich finde, richtig, richtig genial. Ich verrate hier nicht zu viel, zieht ihn euch rein. Und dieser Film beschreibt unsere Gesellschaft und vor allem unser Geldsystem absolut perfekt. Und ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie ist es ein bisschen kacke geschauspielert und Justin Timberlake ist jetzt auch nicht der charismatischste Typ, wie ich finde. Und da haben sie, wie ich finde, einiges verschenkt, denn die Grundidee dieses Films ist für mich absolut genial gewesen. Wie gesagt, ich behaupte, wenn sie das ein bisschen cleverer gemacht hätten, dann hätte das ein großer Klassiker werden können. Passendes Zitat: Für die Freiheit weniger müssen viele sterben. Und im Englischen heißt es, glaube ich, für die Unsterblichkeit weniger müssen viele sterben. Okay, Film Nummer 5, und den werden auch nicht allzu viele kennen, und das ist auch ein richtig unangenehmer, aber richtig mega durchgeknallter Film. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn gut finde, aber zu dem Matrix-Thema passt er zu 100%, und zwar 3990. Ja, ist ein französischer Film und wer sich ein bisschen auskennt, also französische Filme sind von Haus aus oft ein bisschen schwierig. Und da der Film auch so schon schwierig genug ist und dann noch französisch, ist er praktisch schwierig, schwierig. Aber meines Erachtens trotzdem absolut sehenswert und ich habe auch noch keinen Film gesehen, in dem die Werbebranche so krass auf die Mütze bekommt wie in diesem Film. Deshalb hier, Zitat 1 ist: Mein Job ist es, sie für 75.000 Franc im Monat zu manipulieren. Zitat 2 ist: Irgendwer hat mal ausgerechnet, dass jeder Mensch von seiner Geburt bis zu seinem 18. Lebensjahr im Durchschnitt 350.000 Werbebildern ausgesetzt ist. 2000 Jahre hat es gedauert, um so weit zu kommen. Und Zitat 3 ist: Man kann alles kaufen. Die Liebe, die Kunst, den Planeten Erde, sie und mich. Vor allem mich. Der Mensch ist ein Produkt wie jedes andere mit einem Verfallsdatum. Ich bin Werbefachmann. Einer von denen, die sie von Dingen träumen lassen, die es für sie niemals geben wird. Ein ständig blauer Himmel, makellose Mädchen, perfektes Glück, retuschiert mit Photoshop. Sie glauben, ich würde die Welt verschönern? Falsch, ich mache sie kaputt. Alles ist nur provisorisch. Die Liebe, die Kunst, der Planet Erde, sie und ich. Vor allem ich. Also, ihr merkt, es geht ganz gut rund, deshalb zieht ihn euch rein. Okay, Film Nummer 4 ist Into the Wild. Das ist so der Naturfilm schlechthin, also die Naturaufnahmen sind unglaublich schön in dem Film. Und das ist auch praktisch mehr oder weniger die Aussage des Films, behaupte ich, zurück zur Natur. Ich persönlich mag den Film nicht besonders. Ich finde ihn zwar interessant, aber relativ ätzend. Der ist auch sehr, sehr unangenehm wieder. Und vor allem finde ich den Hauptdarsteller sehr, sehr unsympathisch, beziehungsweise den Protagonisten. Denn das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ja, auch wenn ich vieles nachvollziehen kann und auch viele gute Ansätze dabei sind, habe ich trotzdem den ganzen Film über, denke ich, immer, was ein Idiot. Sei doch nicht so stur. Deshalb bin ich auch mit dem Schlusszitat nicht so wirklich einverstanden. Und zwar: Glück ist nur echt, wenn man es teilt. Was ich als Glaubenssatz einordnen würde. Ja, Glück ist auch schön, wenn man es teilt, aber es ist nicht nur echt, wenn man es teilt. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das von der echten Person auch kam oder ob das zum Film dazu gedichtet wurde. Also, wie ich finde, faszinierender Film, lohnt sich auf jeden Fall, aber ich persönlich mag den nicht. Okay, Film Nummer 3 ist Peaceful Warrior. Filmisch gesehen und vor allem schauspielerisch gesehen, jetzt auch nicht der absolute Kracher, kann allerdings auch an der deutschen Synchronisation gelegen haben. Ich habe den nur auf Deutsch gesehen. Da kam es mir eher so low-budget-mäßig vor, aber trotzdem sehr, sehr guter Film, der vor allem sehr viele spirituelle Konzepte enthält. Teilweise auch ein bisschen zu viel, wie ich finde. Also teilweise ist es mir ein bisschen zu esoterisch und spirituell und so weiter, aber nichtsdestotrotz trotzdem sehr guter Film. Mit vielen wahren Aussagen und Zitaten drin. Zum Beispiel Zitat Nummer 1: Der Tod ist nicht traurig. Das einzig Traurige ist, dass die meisten Menschen nie richtig gelebt haben. Und Zitat Nummer 2: Der junge Kerl sagte, du hast den Verstand verloren, weißt du das? Und der Nick Nolte als alter Typ sagt, ja, dafür habe ich mein ganzes Leben lang trainieren müssen. Okay, Film Nummer 2, den könnte der ein oder andere eventuell vielleicht sogar kennen, und zwar Fight Club. Der Film bedarf wohl keiner großen Inhaltsangabe mehr, und das ist auch einer der Filme, wo ich sagen würde, da ist jede Szene interessant. Und der ist auch randvoll mit Zitaten, und zwar Zitat Nummer 1: Alles, was du hast, hat irgendwann dich.
Zitat Nummer 2: Früher hatten wir Pornos durchgeblättert, jetzt waren es Wohndesign-Kataloge. Und Zitat Nummer 3: Eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab und schuftet als Schreibtischsklaven. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen dann Jobs, die wir hassen und kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir sind die Zweitgeborenen dieser Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen in dem Glauben aufgezogen, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars, werden wir aber nicht. Und es wird uns langsam klar und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten. Bei dem Film bin ich mir allerdings paradoxerweise nie so richtig 100% sicher, ob das wirklich ein reiner Aufwachfilm ist oder ob der Film dann am Ende nicht doch genau das Gegenteil sogar aussagen will. Und zwar kippt der ganze Film ja in der Szene, als der Meatloaf erschossen wird. Und der Edward Norton sagt: Ja, Moment mal, ihr könnt ihn nicht einfach hinten im Garten begraben, der muss vernünftig begraben werden. Der Typ hat einen Namen, sein Name ist Robert Paulson. Und alle dann auf einmal so durchgeknallt wiederholen: Ja, sein Name ist Robert Paulson, sein Name ist Robert Paulson, sein Name ist Robert Paulson. Und dann kommt der Edward Norton doch in Miami oder irgendwo anders an und dann sind sie auch dran. Sein Name war Robert Paulson oder ist Robert Paulson. Und mit dieser Szene wird ja praktisch die große Wendung eingeleitet, dann im letzten Drittel des Films, wo ich mir gar nicht so 100% sicher bin, wie das gesamtgesellschaftlich zu deuten ist. Ob das dann am Ende wirklich immer noch ein Plädoyer fürs Aufwachen ist oder für, naja, wärt ihr mal lieber beim Alten geblieben. Deshalb, wer da was weiß, wer da eine Meinung zu hat, gerne unten rein kommentieren. Okay, bevor wir zur großen Nummer 1 kommen, zum großen Finale, hier noch ein paar Filme, die es nicht in die Top 20 geschafft haben, die es aber eventuell hätten schaffen sollen. Und zwar sind das im Schnelldurchlauf Revolver. Den Film habe ich noch nie gesehen, da höre ich aber immer, der wäre saugut, aber der erscheint mir bisher so langweilig, dass ich es noch nicht übers Herz bringen konnte. Dann V für Vendetta oder V for Vendetta. Erscheint mir auch sau langweilig, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Dann Eyes Wide Shut mit Tom Cruise, den habe ich letztens gesehen. Fand ich interessant, sehr, sehr bedrückend. Ja, da geht es so um Geheimgesellschaften und Tom Cruise gerät da in die Mühlen sozusagen. Naja, also ziemlich albtraumhafter Film, auch interessant. Dann The Game ist einer meiner Favorites. Da finde ich auch so gut wie jede Szene interessant. Und vor allem ist hier das Geile, dass der Michael Douglas bzw. generell die Figuren in dem Film clever handeln. Das sieht man auch nicht in jedem Film, dass die Leute einfach clever handeln. Und 12 Monkeys, auch ein sehr, sehr interessanter Film, relativ verstörend auch, auch melancholisch und endzeitstimmungsmäßig und so weiter. Jetzt auch nicht der angenehmste Film, aber sehr, sehr gut, wie ich finde. Und das hier ist einer der wenigen Filme, wo mich die Love Story überhaupt nicht genervt hat, sondern wo ich die sogar richtig, richtig gut fand. Okay, und dann kommen wir zur großen Nummer 1 und ja, dreimal dürft ihr raten, was es ist. Ich glaube, es ist nicht so überraschend, die meisten können sich es schon vorstellen und haben nur drauf gewartet, und zwar Spider-Man. Ja, der unglaubliche Spider-Man. Nee, Matrix natürlich, aber da bitte nur den ersten Teil, weil wie gesagt, der zweite Teil war, naja, wildes Gemurks und der dritte Teil war einfach grottenschlecht. Ja, was gibt es zum Film Matrix zu sagen? Meines Erachtens einer der besten Filme aller Zeiten. Jede Szene ist auch interessant. In jeder Szene steckt vor allem doppelt und dreifach Bedeutung drin. Also den Film kann man wirklich 10-mal gucken und jeden Satz, bei jedem Satz auf Stopp drücken und sagen, okay, was kann das auf verschiedenen Ebenen bedeuten? Also wirklich unglaublich gut gemacht, wie ich finde. Und mich haut es auch heute noch um, wenn ich ihn das 10. Mal gucke. Deshalb Zitate, schwer bei dem Film, denn der ganze Film ist zitierfähig. Also ihr werdet kaum Szenen finden, die kein sinnvolles Zitat irgendwie beinhalten, wo man drüber nachdenken könnte. Aber ich habe mir mal zwei Klassiker rausgesucht, und zwar Zitat Nummer 1: You have to let it all go, Neo. Fear, doubt and disbelief. Free your mind. Also du musst das alles loslassen, ja, befreie deinen Geist. Und Zitat 2, wo der Neo fragt, ja, warum tun meine Augen so weh? Und dann sagt der Morpheus, weil du sie noch nie benutzt hast. Und wie gesagt, noch wahrscheinlich hunderte Zitate mehr. Ja, das waren meine Top 20 Filme zum Aufwachen. Ich hoffe, die Liste hat euch gefallen. Gerne mal unten rein kommentieren, was sind eure Top-Filme. Ja, hat die Liste mit euren Vorstellungen übereingestimmt? Fehlen Filme? Gehören noch Filme dazu, die ihr gut findet, die ich vielleicht gar nicht kenne auch? Was sagt ihr zu der Liste? Gibt es Zitate, die auf jeden Fall noch mit rein müssen? Gibt es andere Zitate oder Lieblingszitate von euch zu den jeweiligen Filmen? Auch gerne witzige Zitate. Es muss ja nicht bierernst alles ablaufen hier. Und ja, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. Something to start. Some wine, perhaps? Red? French? Bordeaux? Chateau Margaux? 57. 59. 54. Mr. Massey.